wir machen die Verse von 121 ab, inshallah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلون وحق تلاوته أولئك يؤمنون به. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht. Sie glauben daran. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Wer sie jedoch verleugnet, das sind die Verlierer. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen leisten kann und von ihr keine Ersatzleistung angenommen wird, noch Fürsprache ihr nützt und an dem ihnen keine Hilfe zuteil wird. Na, diese Verse zumindest einmal. Bismillah, Allah sagte, diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht. Diejenigen sind gemeint hier die Muslime. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen die Schrift gegeben, den Koran. Und sie lesen sie, wie es ihr zusteht. Das ist der Zustand der Sahaba radiallahu anhu. Und was heißt es, sie lesen es, wie es ihr zusteht? Und zwar, dass sie den Koran erstens so rezitieren, wie er herabgesandt worden ist, mit Tajweed. Denn so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn vorgetragen und den Sahaba weitergegeben. Und so ist der Koran zu uns auch heute gelangt, mit Tajweed. Das heißt, mit den Regeln der Rezitation des Koran. Das sind Ausspracheregelungen, und anderes, dass man nicht den Koran falsch liest. Denn zum Beispiel Sachen wie, es gibt ein Wort, das heißt auf Arabisch Asa. Asa. Asa heißt hoffentlich oder vielleicht. Und wenn man sagt, Asa Allahu an kada wa kada, also das heißt, hoffentlich wird Allah das und das tun. Oder vielleicht wird Allah das und das tun. Kommt im Koran mehr als einmal vor. Wenn du anstatt Asa, Asa sagst, Asa, einfach Sa, Sa, dunkles Sin machst, letztendlich Sad, dann heißt es, Allah ist ungehorsam gewesen. So gefährlich ist das, wenn man den Koran nicht richtig lesen kann. Ja? Und kann die Bedeutungen genau 180 Grad auch teilweise drehen. Und das ist gefährlich. Deswegen. Und zweitens, wie es ihr zusteht, was steht ihr noch zu, die Schrift, und zwar, dass wenn man sie liest, dass man dadurch beeinflusst wird vom Koran und dass man danach handelt und dass eben, wie wir von unserem Imam heute gehört haben, dass man, wenn man die Verse Allahs einem vorgelesen werden, dass man dann Tränen verweint, wenn man verinnerlicht, was Allah einem darin gesagt hat, wie unser Prophet s.a.w. selbst geweint hat, als ihm Surat an-Nisa vorgelesen worden ist, wie wir gesagt haben. Sie lesen sie, wie es ihr zusteht. Sie glauben daran. Das sind diejenigen Menschen, die auch tatsächlich daran glauben, an diese Schrift. Und diese Eigenschaften erfüllen. Und wer macht heutzutage das noch? Wer liest den Koran diese Art und Weise, wie er gelesen werden muss? Denn der Koran ist kein Geschichtsbuch, das man liest, um zu erfahren, was die Völker früher getan haben. Der Koran ist ein Buch der Anleitung. Eine Rechtleitung für wen? Für die Gottesfürchtigen, wie er am Anfang Surat al-Baqarah gesagt hat. Eine zweite Sache, wie man den Koran verinnerlichen kann und ihn verstehen kann, ist, wie wir im Hadith gehört haben, nicht nur, dass man den Koran selbst liest, sondern dass man ihn auch einmal hört von anderen. Dass man auch hört von anderen. Es gibt Leute, die lesen den Koran täglich. Also sehr viel, ich meine, täglich lesen sehr viele. Jeder liest den Koran irgendwie täglich, mindestens im Salah. Aber es gibt Leute, die lesen den Koran meinetwegen ein Sechstel pro Tag, manche ein Drittel pro Tag. Manche lesen den Koran einmal pro Tag. Dauert ungefähr 10 Stunden, wenn man schnell liest. Ja? Aber das ist alles natürlich nicht, um jetzt zu verinnerlichen, sondern mehr, um zu wiederholen und den Koran nicht zu vergessen. Aber trotzdem braucht jede Person einmal eine Zeit, wo er den Koran von anderen Leuten hört, um zu verinnerlichen. Er vergisst jetzt erstmal die ganzen Tajweed-Regeln und vergisst jetzt erstmal den Gesang, sondern er versucht nur zu verinnerlichen, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und die erleben wir im Salah, wenn der Imam liest. Und die sollten wir uns nicht entgehen lassen. Der Imam liest, dass man davon profitiert und zuhört. Also das Schlimmste ist, was passieren kann, ist, dass wenn der Imam eine Sura gelesen hat. Und hinterher weiß man nicht einmal, welche Sura es war. Ich meine natürlich, wenn man sie kannte. Ja. Aber wenn man nicht einmal weiß, was der Imam gelesen hat. Oder wenn man eine Khutba gehört hat und nicht mal einmal weiß, was der Khatib danach gesagt hat, einen Tag später oder so. Ja. Nein, das bedeutet, dass man nicht mit dem Herzen anwesend war. Ja. Sie glauben daran. Wer sie jedoch verleugnet, das sind die Verlierer. Wer sie verleugnet, die Schrift. Welche Schrift haben wir? Der Koran.
Das heißt, wer den Koran verleugnet, das ist ein Verlierer. Und das ist ein Beleg darin, dass wenn man eine Schrift der Schriften Allahs verleugnet, irgendein Buch, seien es die Psalmen oder die Tora oder das Evangelium oder die Schriften von Moses oder Ibrahim oder der Koran, das ist was wir wissen, oder das Evangelium von Isa a.s., egal was man von diesen Schriften verleugnet und wenn es nur ein Buchstabe davon ist, so ist man einer der Verlierer. Und einer Verlierer am Tag der Auferstehung heißt, man wird einer der Höllenbewohner sein, auf eine Höhle vorher eingehen, worüber Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Das heißt, und sie werden nicht aus dem Feuer hinausgehen. Sie werden nicht aus dem Feuer hinauskommen. Und das ist ein Beleg dafür, dass wenn man eine Schrift verleugnet, ist man Kafir. Wenn man eine Schrift verleugnet, ist man Kafir. Das heißt, es reicht nicht, wenn man wie die Juden, Christen an die Schriften vor dem Koran glauben, sondern muss an alle glauben. Und zwar ist man Verlierer wann? Nicht Verlierer, dass man Geld verloren hat oder seine Familie verloren hat, oder so, sondern man hat tatsächlich sich selbst verloren, und zwar am Tag der Auferstehung. Allah sagt, O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Dieser Vers kam genauso einmal vor. Die Ulama haben darüber verschiedene Ansichten, warum ein Vers im Koran manchmal mehr als einmal wiederholt wird. Manche haben gesagt, aufgrund zur Betonung, und manche haben gesagt, zur Erinnerung. Und viele Gründe gibt es. Die Wahrheit ist, wir wissen nicht warum. Sondern wir sind einfach glücklich darüber, denn das bedeutet, dass wir mehr lesen und mehr Hasanat bekommen. Und vielleicht hat es einen Effekt, den wir nicht kennen. Ja? Aber die Wahrheit ist, wir wissen nicht, warum ein Vers genau zweimal vorkommt oder etwas. Es gibt andere Weisheiten, die zum Beispiel die Geschichte von Musa a.s. ist die Geschichte von einem Propheten, die am meisten vorkommt im ganzen Koran. Musa a.s. ist der Prophet, der am meisten vorkommt im ganzen Koran. Warum kommt sie so oft vor? Was ist eine Weisheit dahinter? Erstens, die Geschichten sind niemals 100% identisch, die vorkommen. Zweitens, ein weiterer Vorteil ist, dass man eben, die Geschichte scheint sehr wichtig zu sein, sodass wenn du einen Teil des Koran auswendig lernst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Geschichte von Musa erfährst, sehr groß. Denn man geht davon aus, dass wenn man eine Sura auswendig lernt, wo Musa vorkommt, dass man auch versucht, die Geschichte zu verstehen und zu verstehen die Verse, und automatisch wird man den Koran durchblättern und andere Verse herausfinden und andere Bedeutungen von über die Geschichte erfahren. Das ist eine Weisheit, dass man eben, egal welchen Teil man lernt im Koran, am Anfang anfängt oder am Ende oder in der Mitte oder nur ein Teil davon oder nur Juz' Amma, da wird man durch Surat al-Nazi'at mindestens erfahren etwas über Musa und den Pharao. Pharao, auf Arabisch. O Kinder Israels, Israel auf Arabisch und Israel auf Deutsch, das ist Jakob, auf Arabisch Ya'qub a.s. Gedenkt meiner Gunst. Wir haben gesagt, dass wenn man der Gunst gedenkt, dann ist es die größte Hilfe, dass man dankbar ist. Die größte Hilfe, dass man dankbar ist, dass man sich bewusst macht, was Allah subhanahu wa ta'ala einem alles gegeben hat. Denn man nicht vergisst, es gibt, Allah sagt im Koran, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Das heißt, wenn ihr die Gunsterweise von Allah aufzählen wolltet, so könntet ihr sie niemals aufzählen. Ja. Wenn man sich bewusst macht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er wollte, hätte er uns anstatt 5 und 5 Fingern 4 und 4 gegeben. Und das Leben würde auch funktionieren. Keiner würde sterben deswegen. Ja. Oder wenn er wollte, hätte es nur ein Auge gegeben, würde nur eindimensional sehen können. Das wäre auch möglich. Wenn er wollte, hätte er die Haarfarbe alle einheitlich gemacht. Das Leben würde genauso funktionieren. Wenn er wollte, hätte er uns einen Zahn weniger gegeben. Es gibt so viele. Wenn er wollte, könnten wir nur schwarz-weiß sehen. Das Leben würde auch funktionieren. Wenn er wollte, gäbe es keine Autos, keine Flugzeuge, keine Schiffe. Das Leben würde auch funktionieren. Wenn er wollte, gäbe es nur eine Sache zu trinken. Würde auch funktionieren. Wenn er wollte, gäbe es nur eine Sache zu essen, die alle Vitamine enthält und alles, was man braucht. Würde auch funktionieren. Wenn er wollte, gäbe es nur einen Gottesdienst. Das Leben würde auch funktionieren. Aber subhanallah, dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel viele Gottesdienste gemacht hat, gibt es manche Menschen, die viel fasten können, manche Menschen, die viel beten können, manche Menschen, die viel zu Hajj gehen können. Ich kenne jemanden, der geht jedes Jahr zu Hajj. Ich weiß gar nicht, wie oft er schon Hajj gemacht hat, aber über 14, 15 Mal. Ja. Es gibt Leute, die fast jeden Tag Umrah machen können, wenn sie wollen. Es gibt Leute, die beten jeden Tag in Mekka in der Moschee. Dafür können sie meinetwegen keinen Dschihad machen. Andere Leute können Dschihad machen. Ansonsten krank. Andere können Kinder haben und Kinder erziehen, dass sie Muslim und so weiter. Alhamdulillah, Allah sind die Toren der Barmherzigkeit, die alle zu ihm führen, die sind sehr viele und sehr groß. Alhamdulillah. Gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und dass ich euch von den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Was sind die Gunsterweise, die Allah ihnen erwiesen hat? Wir haben gesagt,
viele und es sind unzählbar viele, aber zu den Gunsterweisungen gehört, dass die Kinder Israels zweimal in der Geschichte kräftig geschlagen worden sind. Einmal durch die Babyloner und dann wurden sie hiernach wieder ungehorsam, nachdem sie rechtschaffen wurden danach, wurden sie wieder ungehorsam und wollten nicht einmal den auserwählten Propheten, wie es in Surah Al-Baqarah heißt, den auserwählten König anerkennen. Talut wurde vom, also der Prophet, man sagt Samuel, Wallahu a'lam, wir werden noch dazu kommen, ob er es wirklich ist, auf jeden Fall ein Prophet der Propheten Israels, Kinder Israels, nach Musa, hat Talut bestimmt, durch Anweisung von Allah, bestimmt, dass er König wird für die Israeliten. Und damit waren sie auch nicht zufrieden, obwohl ein Prophet es bestimmt hat. Und sie haben gefrevelt und haben diesen König nicht akzeptiert. Und danach wurden sie unterdrückt von den Römern und sind dann geflüchtet nach... Wohin sind sie geflüchtet? Nach Medina. Okay? Danach sind sie nach Medina geflüchtet. Und das weist darauf hin, dass die Sunna von Allah, wenn man sagt Sunna von Allah, meint man die Gesetzgebe oder sie, seine Art und Weise des Umgangs mit dem Volk oder mit der Schöpfung. Und zwar ist, wenn ein Volk frevelt, Fisq macht, Fasiq ist, ja, dann macht Allah es so, dass andere Völker über sie herrschen werden, sie unterdrücken werden, sie erniedrigen werden. Und der Zustand der Muslime bezeugt das wieder. Der Zustand der Muslime bezeugt das wieder. Die meisten Menschen leider halten sich nicht an den Islam und wir sehen, die Muslime sind unterdrückt. Wir sehen, die Muslime sind unterdrückt. Und erst wird man wieder stark werden in diesem Leben und Oberhand gewinnen, wenn man zu seinem Glauben zurückfindet. Das ist die einzige Sache, das ist, was die Gelehrten auch immer wieder sagen. Eine weitere Sache, obwohl sie Folgendes getan haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels immer noch nicht ausgelöscht. Sie töteten die Gelehrten und sie töteten die Propheten und sie erlaubten den Zinshandel. Gucken wir uns mal die drei Sachen an und Surat al-Fatiha an. In Surat al-Fatiha haben wir gesagt, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Also Allah leitet uns nicht den Weg derer, die deinen Zorn erregt haben. وَلَا الضَّالِّينَ. Und nicht den Weg der Irregehenden. Und wir haben gesagt, diejenigen, die deinen Zorn erregt haben, sind diejenigen, die, obwohl sie Wissen haben, nicht der Wahrheit gefolgt sind. Und da haben sie den Zorn Allahs verdient. Und diejenigen, die irre gegangen sind, du gehst nun die Irre, wenn du den Weg nicht kennst. Das heißt, die sind in die Irre gegangen und sie haben gar kein Wissen. Die Frage ist, in welche Kategorie passen die heutigen Muslime rein? Passen sie in die Kategorie rein, dass sie kein Wissen haben und irre gehen? Oder passen sie in die Kategorie rein, dass sie Wissen haben, trotzdem die Irre gehen? In beide. In Wirklichkeit in beide. Wir haben das Wissen schlechthin, wir haben den Koran, die Sunna unserer Propheten. Und wir handeln trotzdem nicht danach. Und gleichzeitig, das heißt, Wissen ist da. Und gleichzeitig, viele Menschen sind unwissend. Die Leute findest du sie, wenn sie zusammensitzen in so einer Sitzung, die reden mit dir über die Politik, die ganze Welt. Sie wollen, mashallah, sie wollen die ganze Welt ändern. Manche Leute denken, wenn sie jetzt heute die Waffe in die Hand nehmen, können sie die ganzen Regierungen der Welt stürzen und sie machen die Kalifat heute auf morgen. Ja? Und sie vergessen, sie können nicht einmal dir aufzählen, dass die Bestandteile des Wudus 6 sind, zum Beispiel. Oder meinetwegen in einem anderen Madhab 4, ist ja jetzt nicht interessant. Aber sie können dir nicht einmal aufzählen, die Bestandteile des Wudu oder des Gebetes. Oder sie wissen nicht, wenn sie zum Beispiel vergessen haben, zu sagen, Sami Allahu wa hamdu im Gebet, was müssen sie jetzt machen? Verstehst du? Und dann wollen sie die ganze Welt ändern. Oder wie der Khatib, subhanallah, mashallah, heute im Khutbah gesagt hat, manche Männer, Ehemänner, wenn sie nach Hause kommen, das Erste, was sie machen, sie schalten den Fernseher ein. Ich sage nur, was der Imam gesagt hat. Sie schalten den Fernseher ein und sagen, wir wollen informieren, was in der Welt passiert. Dann sagt der Khatib, das heißt der Prediger, bevor sie sich informieren, was in der Welt passiert, sollen sie sich erstmal informieren, was ihre Familie macht. Hat seine Frau gebetet? Haben deine Kinder gebetet? Haben die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht? Mit welchen Menschen verkehren die Kinder? Wer ist zu Besuch gekommen? Irgendwas mit der Familie zu tun hat, hat viel, viel mehr Anrecht und wichtiger, als sich zu kümmern um Sachen, die 5000 Kilometer weiter weg sind. Das heißt, die Prioritäten sind falsch gesetzt von vielen, vielen Leuten.